So, wir gehen über diese geile Brücke von Ajur. Warum bauen die ja solche... Was zum Teufel? Wo gehst du hin? So, willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 1. Wisst ihr was? Wir haben Episode 1 mit den Terranern vollendet. Wir haben Episode 2 mit den Zerg vollendet. Und nun kommen die Protoss. Protoss-Kampagne, der Niedergang. Der Zerg aufgemalt hat Ajur, die Heimatwelt der Protoss, überrannt und sich tief unten in der Kruste des Planeten festgesetzt. Jetzt, da die Agenten des düsteren Overmind Chaos und Zerstörung auf der Oberfläche von Ajur verbreiten, bereiten sich die mutigen Protoss-Verteidiger auf den Ansturm vor. Und das sind wir. Na los. Erstschlag, Zitadelle des neuen Protoss-Exekutors, 2 Tage nach der Zerg-Invasion. Und schaut euch das an. Entaro Adun, Exekutor. Ich bin Judikator Aldaris. Die Konklave hat mich zu euch geschickt, euch zu dienen und zu beraten. Der frühere Exekutor, Tassadar, hatte den Befehl, durch flammende Zerstörung aller verseuchten menschlichen Welten den Vormarsch der Zerg im terranischen Sektor zu stoppen. Unglücklicherweise missachtete er seine Befehle und versuchte, die Zerg zu zerstören und gleichzeitig die Terraner vor dem Feuer zu retten. Tassadar hat versagt. Das ist einwandfrei zu sehen. Ihr werdet nicht versagen. Die Konklave hat diktiert, dass unsere oberste Priorität in der Verstärkung unserer Verteidigung liegt. Ihr müsst unsere Außenposten in Antioch verstärken und sicherstellen, dass die Provinz nicht an die Zerg fällt. Euer alter Mitstreiter Prätor Phoenix wird euch dort treffen und bei eurer Unternehmung zur Seite stehen. Jo, das war's. Moment. So, ja, dieser Judikator, der wird sich später noch zu einem riesigen Arschloch entwickeln. Also, das schon mal so vorgemerkt. Und für die Leute, die die späteren StarCraft-Teile und so kennen, wir sind in der Rolle des Artanis, des Exekutors. Artanis, auf jeden Fall. Das müssen wir machen und los geht's. Erste Protoss-Mission. Jo, da wären wir. Wir haben endlich mal Dragoons und Berserker. So, wir müssen darüber gehen und da Phoenix treffen. Ah, hat er gerade Kokain gesagt? Das geht bei dir ab. Auf jeden Fall. Bitch Olaf? Was? Kokain! Na egal. So, die Bewegungen von den Dragoons sind echt scheiße. Das werdet ihr schon sehen hier. Wo der hinläuft. Bitch Olaf! Da hoch müssen wir, alles klar. So. Aber Dragoons sind geil, auch wenn sie so scheiße laufen. Oh, Zerg. Oh, nein, du bleibst mal zurück, okay? Jetzt fährt er trotzdem. So, Zerglinge sind futsch. Jetzt müssen wir unsere eigene Brut von vorhin bekämpfen. Kokain. Bitch Olaf. So, haben wir irgendeinen Dragoon verloren? Oh nein, das sind unsere Leute, die wir jetzt umbringen von vorhin. Ja, auf jeden Fall. Wir sind in der Rolle von Artanis. Sagt den Leuten, die das nicht kennen, vielleicht noch nichts. Aber das wird es dann später noch irgendwann. Egal. So, wir gehen über diese geile Brücke von Ajur. Warum bauen die ja solche... Was zum Teufel? Wo gehst du hin? Ja, ich sag ja. Oh, warte mal. Da vorne ist eine... Echse. Oh, shit. Ich hab Move Command. Nein, verschwinde da. Was machst du? Geh da weg. Du Idiot. Verschwinde. Ah. Verwundet mich. Das darf ja nicht wahr sein, Mann. Oh, da sind neue. So, mach die mal fertig und dann geht's weiter. So. Da sind noch ein paar Linge. Oh Mann, die Dragoons müssen es wieder abkriegen. Gut, das halten die fürs Erste aus. Hier ist der Eingang und da ist Phoenix. Oh. Wie mich auf dem Schlachtfeld zu treffen. Leider gingen alle unsere Sonden während des letzten Zerg-Angriffs verloren und wir hatten nicht die Ressourcen, um sie zu ersetzen. Shit. Wir haben 400. Alles klar. Wir haben jetzt, ja, ich habe schon verstanden. Robosonden. Robotsonden werden dazu benutzt, Gebäude heranzuwerfen und Ressourcen zu sammeln und können dann einen Nexus gebaut werden. Also die neuen, Arbeitereinheiten. Da wir jetzt nicht mehr Zerg spielen, können wir die auch endlich mal direkt an die Minerals fokussieren und müssen die nicht immer direkt ranziehen. So, hier haben wir die Schmiede, da können wir Upgrades machen. Hier ist ein Pylon, das ist Supply und Gebäude funktionieren hier in Protoss auch nur, wenn sie innerhalb des Energieradius sind von
solchen Leuten. So, wir haben... Was? Eigentlich wollte ich hier zu Verteidigungszwecken Photonenkanonen bauen. Ohne die Sonden war dies aber leider nicht möglich. Machen wir gleich. Protoss-Gebäude können nur innerhalb des Blauen... Ja, haben wir. Hab ich schon gesagt. Schau dich das an. Die brennen blau. Ist das nicht geil? Egal. So, wir haben hier Phoenix und schaut mal, wie viel Schaden er macht. 40. Alter. Warte, was waren die Missionsziele? Ich hab's vergessen. Zerstört die Zwergbasis. Okay. Gut, dann geht's weiter. Immer schön Sonden bauen. Obwohl. Ja, passt schon. Wir bauen Sonden. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich find's immer witzig, wie der das sagt. So, egal. Wir bauen einen Pylon. Wir bauen den gleich hier, weil das Ding hat keine Energie. Also los. Pylon heranwerfen. Und das ist das Geile daran. Nachdem eine Sonne den Warpspalt eines Gebäudes geöffnet hat, können ihr neue Befehle erteilt werden. Das Gebäude wird nach dem Warpvorgang selbstständig anschließen. Die können... Man kann mit einer Sonne... Was machen? Oh nein, ich bin Vollidiot. Bin ich bescheuert? Warte. Muss ich die trotzdem da dran setzen? Was denn? Oh man, da haben wir schon gleich am Anfang einen Mega-Fehler gemacht. So, auf jeden Fall, das Teil war dran und da kommt der Pylon! Und das Ding hat wieder Energie und wir können Berserker und Dragoons bauen. Aber für Dragoons brauchen wir noch einen Cybernetic Kern oder Kybernetic Kern. So, Leute. Ihr baut doch hoffentlich mal. So, jetzt will ich sehen, wo kommt der raus. Warte mal, hier hin. Naja. So, baust du jetzt ab oder baust du nicht ab? Nö, der steht dumm in der Gegend rum. Gut, dann geht's doch nicht. Verdammt, dann geht ihr dahin. So, alles klar. Das heißt, wir bauen mehr von denen. Hier sollte alles im Lot sein. Vielleicht stellen wir mal hier einen Dragoon da hoch. Die Treppe hoch, diese geile alte Steintreppe. Ja, du wirst gebraucht. Geh da hoch. Spast. So, ihr verteilt euch ein bisschen. So sieht das doch gut aus. Und weil wir jetzt endlich Protoss spielen, können wir irgendwann auch Reaver bauen. Wir können Reaver bauen, ist das nicht geil? Nein, na doch. Oder auch nicht. Wo kommst du jetzt her? Auf jeden Fall können wir Reaver bauen. Das ist der Grundgedanke. Ich habe immer so das Gefühl, Reaver sind, wenn man sie selbst benutzt, total kacke. Weil die immer nur bei Verteidigung gegen... Was bringen, wenn da mega viele Leute kommen? Und die Gegner, die schicken immer nur so kleine Armeen daher oder einzelne Leute. So, was? Die werden angegriffen. Tötet den. Was macht denn ihr da? Seht ihr nicht, dass der angegriffen wird? Oh, scheiße. Oh, verdammt. Wo kommen die denn schon wieder her? So, die Zergbasis ist vermutlich irgendwo da oben, weil wir da noch nicht waren und da überall schon. So, an die Arbeit, Kumpel. So, wir bauen noch drei, die gehen dann ins Gas. Dann bauen wir Upgrades. Und zwar Bodenwaffen. Das ist eine Psyklinge übrigens. Ja, ja, das muss man schon erkennen. Gut, können wir noch irgendwas bauen an... Wir haben Nexus. Das kostet ein bisschen mehr diesmal als eine Kommandozentrale. Dann haben wir Pylon, Assimilator. Also Assimilator kennt man ja. Vespin und so. Schmiede, Photonkanone und einen Kybernetik-Kern. So, Phoenix wollte hier irgendwo Photonkanonen hinklatschen. Die kosten aber ganz schön viel hier noch. So, auf ins Gas, Kumpel. So, du baust... Können wir die da oben bauen? Nope. Du baust mal... Da eine. Dann kannst du den Pylon hier hinbauen. Damit wir einen größeren Radius haben. Als ob. Als ob der jetzt erst den Pylon baut. Na gut, dann haben wir später mehr Rage. Egal! So, rein da und rein da. Hä, haben wir nicht drei gebaut? Was geht da ab? Ist schon im Anmarsch, okay? Oder vielleicht bauen wir gleich noch ein paar. So, Pylon! Dann bauen wir mal einen Berserker. Ah, hab ich vergessen. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Dann machen wir gleich mal den Cybernetic Kern, damit wir auch Dragoons bauen können. Den machen wir einfach mal dahin. Oh yeah! Jetzt geht's ab. Achso. Geh mal darüber. So, oder... Jetzt müssen die da warten. Na, ist egal. Gut. Alles klar. Kybernetik Kern im Warp. Hier, der Pylon ist fertig. Gut, du! Du bist jetzt bei uns immer Steuerung 1. Alles klar, damit du immer was bauen kannst. So, Photonkanone. Da. Und ihr verpisst euch mal ein bisschen. Ich möchte, dass du mal aus dem Weg gehst. So. Photonkanone und Photonkanone.
Dann ist alles im Lot. Und unsere Base steht einigermaßen. Und zurück an die Arbeit. So, jetzt bauen wir Berserker. Gibt's sonst noch irgendwas, was wir bauen können an Gebäuden? Sieht nicht so aus. Wir könnten noch einen zweiten Warpknoten machen. Damit wir noch schneller Viecher herwarpen können. Das wäre ein Plan, ja. Auf jeden Fall, Kybernetikern ist fertig. Wir können ein Upgrade machen für Angriffsradius. Und das ist ganz gut, also machen wir das. Für Dragoons. Mit einem Auge. Cool. Okay, wir können ja mal so ein bisschen oder auch nicht. Das ist schön, dass du dich freust. So. Zerg Ananas. Mann, die Dragoons sagen immer so witzige Sachen. Als ob der wirklich Zerg Ananas sagt, aber das hört sich halt so an. So, Dragoon. So, schaut euch das an. Da dreht sich irgendein Viech. Da dreht sich irgendein Viech. Da dreht sich kein Viech. Deswegen ist das scheiße. Ihr könntet mal ein bisschen schneller. Vielleicht sollten wir noch ein paar von denen bauen. Überhaupt nicht. Ja, da werden wir angegriffen. Da sehen wir eine an. Zerg! Tötet sie! Haben die Upgrades? Nope. Das ist schön. Gut. Mann, wie lange dauern die Upgrades in dem Spiel eigentlich? Vor allem bei Protoss. Ich habe das Gefühl, da dauert das extra lange. So, Kumpel, wo kommst du raus? Da. Auf an die Arbeit. So, wir bauen noch ein Berserker. Der ist... Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ja, warum der so einen Müll sagt, ist, weil Dragoner sind ja eigentlich nur Verwundete... sind ja eigentlich nur verwundete Protoss, die dann in so einen Roboterkörper gesteckt werden. Das heißt, wenn Zalet hier, wenn so ein Berserker im Kampf irgendwie seine Beine oder seine Arme verliert, dann kommt er in so einen... dann kommt er in so einen Dragoon-Anzug. Und deswegen... das ist immer behindertenfreundlich. Zumindest bei den Protoss. Gut, du bist auch fertig, das heißt... aber die Arbeit! Dragoons! Wir bauen dann doch mal ein zweites Warp-Tor, wenn es geht. My life for Ire! So. Ja, als ob, das ist halb aus dem Radius draußen. So. Her mit dem Ding. Und dann geht's weiter. So. Zurück an die Arbeit. Das Upgrade ist durch, das heißt, wir machen Boden. Es gibt noch Bodenpanzer. Das ist cool. Es gibt nie. Also, es unterscheidet sich von Zerg. Und von Terran. Um einiges, weil es gibt allgemein Bodenwaffen, dann gibt's Bodenpanzerung und Schilde. Das ist doch geil, ne? Aber Schilde kosten extrem viel. Also machen wir erstmal Bodenpanzerung. Das reicht fürs Erste. So. Mein Leben für Ayur. Upgrade komplett. Gut, Dragoon haben jetzt schon mal einen heftigeren Angriffsradius. Dass du aus dem Weg gehst. So, der kann da weg, weil da unten kommt ja nichts. Warum mir das jetzt auffällt, Mann? So, wir sollten irgendwann genug Stuff haben. Bei Protoss bin ich jetzt nicht so eingespielt wie bei Zerg, das heißt, ich kann so schnell nicht Einheiten rangammeln. My life for Ire! Wir könnten noch eine zweite Schmiede bauen, aber nee. Ich würde sagen, wenn die zwei Zealots durch sind, dann greifen wir mal an. Das ist sehr schön, dass du dich freust. Und das machen wir dann auch, wir greifen an. So, hier unten ist alles im Load. Die warpen mal ran, ja, unsere Zealots, und dann geht's los. Dann töten wir die Zerg, die wir vorher noch gespielt haben. Was möchtet ihr von mir? Dass du aus dem Weg gehst. Phoenix, stell nicht so dumme Fragen, Mann. Euer Befehl? Halt's Maul! Ja, das ist ein geiler Befehl. So, die sind fertig. Was machst denn du? Achso, ich habe keinen Rally Point dafür gesetzt. Na gut, dann darüber. So, jetzt bauen wir noch einfach Reinforce. Als ob ich jetzt zusätzliche Pylonen bauen muss. Klotz. Gut, komm, mach hin, ne? Ach, okay, dann, Steuerung 3. Immer schön auf Phoenix aufpassen und... Bitch, Olaf. So, jetzt müssen wir irgendwie da hochkommen. Kokain, Alter, mach nicht so einen Müll. Mann, Phoenix, warum musst du so schnell sein? Du bleibst mal ein bisschen... Exekutor. Der hat schon vier Tote. Er hat schon vier Leute gekillt. Obwohl, die haben alle schon vier Leute gekillt. Ab Tagara? So, darüber geht's. Ah, alles klar. Da ist doch schon was. Das sieht jetzt nicht so schwer aus fürs Erste. Gut, wir bauen Dragoons. Als ob ich das nicht wüsste. Befehle eingeben. Wo ist Phoenix? Da ist Phoenix. So, ist da unten noch was?
No, oh, doch. Okay. Ein paar Hydras. Dann bringt sie um. Alles klar, und dann geht's da hoch. Phoenix, weh, du gehst wieder vor. Okay, so habe ich das nicht gemeint. Ah, alles klar. Oh, 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 das ist gefährlich. Bridge Olaf. Junge, tötet mal die... Tötet mal den Mutter. Und weil... Oh, immer schön auf Phoenix aufpassen. Wird der angegriffen? Der wird angegriffen. Oh, 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 Phoenix, verpiss dich. Ist mir scheißegal, ob du zurückgekehrt bist. Ja gut, den kannst du umbringen. So. Dann, Berserker. Ihr könnt ruhig mitmachen. Als ob da jetzt... Oh, Alter, wie wir die wegschnitzeln. Wie wir die wegschnitzeln, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ach ja, unsere alten Zerg-Base, die wir jetzt alle umbringen müssen. Hier könnte man den Mutter da umbringen. Weil der ist gefährlich. Und die Overlords. Oh, warte, wo ist Phoenix? Da, alles klar. Der darf nicht sterben. Was machst du jetzt? Oh Mann, stellt euch mal vor, wenn wir Heldeneinheiten benutzen würden und dann kommt Reaver mit ihren blöden Scarab-Kacken. Immer schon vor. Ach, es gibt doch nichts Schöneres als sterbende Overlords. Tötet ihn! So. Gut, das hätten wir. Phoenix hält Gott sei Dank genug aus, hat aber schon irgendwie die Hälfte des Lebens verloren. So, Kokain! So, alles drauf! Wo läufst du schon wieder hin? Gut. Und das sollte es gewesen sein, wenn da hinten nicht noch was ist. Tötet den. Wisst ihr, Exekutor, auch wenn wir beide schon gemeinsam über 100 das Bein von dem für gut. Eines hätte ich dennoch niemals erwartet, dass wir zusammen auf Ajur kämpfen würden. Die Zerg sind wirklich würdige Gegner. Ach ja, Mann. War's das? Ja, das war's. Mann, Junge, Phoenix, Alter. Hey, unsere Heimatwelt wird angegriffen. Immer schön positiv sehen. Jetzt haben wir endlich mal eine Challenge. So sieht das Phoenix. Deswegen ist Phoenix so awesome. Oder Phoenix, wie man es aussprechen möchte. So, Tiamatbrot, Zergschwarm. Wir haben gewonnen, Flotte des Exekutors. Also, beim nächsten Mal geht's weiter. 15 Minuten hat's gedauert. Und dann machen wir weiter mit der Protoss-Kampagne. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play StarCraft.